In diesem Video lernt ihr, dass der Autofokus der Sony A7S II nicht sonderlich gut ist. Trotzdem wünsche ich euch ganz viel Spaß bei. Mara hat morgen Geburtstag und für einen guten Geburtstag braucht man Feuer. Für Feuer braucht man Holz und für Holz braucht man eine Kettensäge. Natürlich haben wir mit dem Holz auch ein Feuer gemacht. Das war aber auch schon das Einzige, was es groß zu berichten gab aus der letzten Woche. Ich habe wieder Vorlesungen, sprich ich sitze den ganzen Tag an meinem Schreibtisch und bin in Zoom-Meetings unterwegs. Nichtsdestotrotz möchte ich Videos machen und darum soll es in diesem Video jetzt einfach mal gehen. Was ich auf diesem Kanal mache, wie zufrieden ich damit bin und was in Zukunft alles noch so kommt. Und am besten fangen wir dann einfach mal mit dieser Videoserie an. Seit inzwischen 19 Folgen nehme ich euch wöchentlich mit in meinen privaten und beruflichen Alltag und es macht mir auch unfassbar viel Spaß. Zum einen das Ganze planen, mir zu überlegen, über was ich in dem Video rede, was ich alles filme, wo ich überall hingehe, dies, das. Dann die Umsetzung. Ich habe ja locker eine halbe Stunde investiert in dieses Setup mit den ganzen Lichtern, was ihr jetzt gerade seht, damit diese 1,5-2 Minuten, die ich jetzt hier in die Kamera gucke, ansprechend aussehen. Und natürlich auch das Schneiden macht mir unfassbar viel Freude. Das mache ich schon seit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Also schon eine ganze Weile und wird einfach nicht langweilig. Außerdem entsteht durch diese Videos Kommunikation mit euch, mit meinen Zuschauern. Ihr schreibt mir Kommentare oder Nachrichten per WhatsApp, die mich persönlich kennen. Und so habe ich zum Beispiel gelernt, dass dieses Teil hier, mit dem ich den Greenscreen aufgestellt habe, nicht Ständer heißt, sondern Stativ. Kommen wir dazu, wie es weitergeht mit meinem Kanal und was alles noch so kommt. Ich habe nämlich definitiv Bock, mehr zu machen als nur ein Video wöchentlich. Auch gerade, weil mir die Kommunikation gefällt und ich antworte zwar nicht auf jeden Kommentar oder jede WhatsApp-Nachricht, sorry dafür, aber ich lese alles und freue mich drüber. Und deshalb habe ich schon einige Sachen für die Zukunft geplant. Zum Beispiel kommt dieses Wochenende ein Video, das sich komplett mit dem Thema Produktfotografie beschäftigt. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal, dass ihr das nicht verpasst. Zudem hatte ich auch die Idee, dass ich mir mal andere Foto- und Videografen hole und ein Fotobattle mache, dass wir zum Beispiel irgendwo hingehen. Jeder hat eine Stunde Zeit und wer das beste Foto am Ende hat, hat gewonnen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet oder was ihr sonst noch für Ideen hättet oder Wünsche und Anregungen für den Kanal. Jetzt kommen wir aber traditionellerweise, wie am Ende von jedem Video, zum Thema Geld. Oh nein! Oh Scheiße! Oh. Also, es geht ums Thema Geld. Ich war bei Thomas Philips und konnte es natürlich nicht lassen, mir wieder irgendeinen unnötigen Deko-Schabernack zu kaufen. Kostet auch was nichts, hat 2,70 Euro gekostet, das sind meine Ausgaben diese Woche. Einnahmen gibt es diese Woche schon wieder keine, aber nächste Woche. Vorausgesetzt, eine gewisse Rechnung wird bezahlt, die ich gestern ausgestellt habe. Ihr werdet dann erfahren, um was es geht. Der vermeintliche Schabernack von Thomas Philips. Den Kram werde ich vielleicht auch verwenden im Video am Samstag. Also abonniert den Kanal und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch gefällt, was ich hier mache und was ich noch vorhabe. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Wir sehen uns dann am Samstag wieder im Produktfoto-Video und allerspätestens nächste Woche Mittwoch bei meinem nächsten wöchentlichen Vlog, den ich auf jeden Fall weitermachen werde. Bis dahin wünsche ich euch ein paar schöne Tage. Ciao.